Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Immer noch hier mit unserem Bau beschäftigt. Ach, das ist die Wand, die von oben durchgeht. Ah, okay. Ja, ich habe wieder ein bisschen Holz nachgeordert. Ein bisschen standardmäßig. Könnten wir gleich nochmal unsere Sachen hier nochmal reparieren. Weiß gar nicht, was man alles wieder braucht. No. Rüber. Hide. Hide haben wir auch noch. Sehr schön. Könnte ich eigentlich mal alles durchjagen hier. Ja, das meiste war eigentlich Holz. Ansonsten gab es gar nicht mehr so viel, was ich gesammelt habe. Hier hinten noch ein bisschen Thatch noch dazu. Ja. Aber ansonsten, das meiste war eigentlich wirklich nur Holz, denn wir verbrauchen hier Holz in rauen Mengen. Es ist echt der helle Wahnsinn. Okay, gut, dann wollen wir eigentlich direkt weitermachen. Ich dachte mir zuerst noch, bevor wir jetzt oben weitermachen, da muss zwar noch das Dach drauf, aber ich würde hier erst ganz gern nochmal eine Reihe Ceilings draufbauen. Brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6 Stück von den No-Collision-Ceilings. Müssten wir noch ein bisschen Thatch gleich mal mitnehmen. So. Wo haben wir sie denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommen die auch dahin, wo ich es brauche? Nö. Dass das hier mal ordentlich aussieht. So, wo wollte ich anfangen? Fangen wir einfach hinten an. Hinten oder da vorne? Ja, ich baue zwar hier ein bisschen jetzt alles zu, aber ich möchte hier gleich mit Rampen nach unten. Oder soll ich nur einen Steg rüber machen? Ein Steg wäre auch nicht schlecht. Ja, haben wir auch schon wieder das erste hier, ja, umsonst gebaut. So, machen wir hier nur einen Steg, zwei breit. Hier gleich noch mit, No-Collision Ramps. Können wir eigentlich auch gleich herstellen. Dann haben wir hier schon mal einen schönen Aufgang. So. Und es sieht schon mal ziemlich schick aus. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich habe vorhin... Ja, das passt perfekt. Das passt perfekt. Schöner Aufgang. Hier, wie gesagt, es kommt hier noch eine Reling außenrum komplett. Ja, es ist ein bisschen groß. Da hat die Monika recht. Ja. Aber es ist immer schwierig, relativ kompakt zu bauen und dass man sich hier ein bisschen im Zaum hält. So, wir werden aber hier unten jetzt doch, glaube ich, mit einer Wand ein bisschen zumachen. Und ich hoffe, dass das heute ein bisschen besser klappt als beim letzten Mal. Ah, er will mich gerade schon wieder ärgern. Ja, er will mich definitiv ärgern. Der Thorsten hat mir ja auch geschrieben, es könnte sein, dass... das Spiel natürlich hier nicht weiß, wo, an welche Kante soll es hier hinbauen. Und leider sich immer entscheiden muss hier zwischen den Ceilings. Und dass es deswegen hier ein bisschen Probleme gibt, das kann natürlich sein, ja klar. Aber trotzdem ist es halt immer ein bisschen nervig, wenn man das hier aufbaut und dann wieder sämtliche Ressourcen verliert, weil dementsprechend hier was nicht ganz so funktioniert hat. Gut, wir machen nochmal zwei Fensterläden, zwei Fensterrahmen. Machen wir dann oben hin wieder wie so kleine Oberlichter. So, genau, passt. Das ist doch schön. Und gleich schon mal im Vorhinein, ich habe hier schon
auch noch ein bisschen Farbe hergerichtet, dass wir das natürlich auch noch ein bisschen anstreichen können. Hier kommt ja wie gesagt dann noch eine Zickzack-Plattform runter und mit einem kleinen Steg unten ins Wasser rein, dass es ein bisschen nach was aussieht. So, okay, gut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier der Überstand finde ich eigentlich auch nicht schlecht, wobei ich würde da gerne noch jeweils zwei Pillars unten reinstellen. Einfach nur, dass das so aussieht, als wie wenn es abgestützt wäre. Genau, einen hier so rauf. So, und einen da hinten nochmal unter das Eck rein. So. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an hier. Ja, gefällt mir. Wie gesagt, es ist jetzt schon relativ groß geworden, aber es sollte ja wie so ein kleines Hotel darstellen. So eine kleine Pension. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen Platz da drin. Man kann ja nicht seine Gäste einfach so irgendwie hier reinstopfen. In so eine Mini-Bude, das geht ja auch nicht. So, machen wir hier nochmal eins hin und hier. Pfui Däbel, jetzt regnet es hier auch noch. Und es regnet auch immer noch durch unser Dach durch. Ich glaube, wir müssen jetzt doch mal das Dach decken. So, laufen wir mal schnell hoch und schauen, was noch fehlt. Ja, es fehlt noch ein ganz großes Stück. Was waren das nochmal? Sloped Wooden. Sloped Wooden Roof, ja. Haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wooden Trapdoor? Nee. Sloped Wooden Roof. Könnten wir auch als NC-Version bauen. Machen wir auch mal. Genau. Okay, es baut sich immer direkt übereinander fest so. Ha, das sieht man auch. Hier passt es wieder minimal nicht, das Ganze. Das eine hier ist ein bisschen wieder versetzt, ja, schade. Naja, das nehmen wir jetzt noch nicht so übel. Ich kann ja hinterher, kann ich das hier noch nachbessern. Sitzt es hier auch innerhalb? Yep. Wobei das falsch ist. Es müsste ein bisschen weiter außen sitzen. Komisch, Fisch. Naja, wir bauen jetzt mal hier weiter. Es muss insgesamt hier von der Flucht stimmen. Wenn das passt, bin ich ja schon mal zufrieden. So, jetzt brauchen wir aber schon wieder ein bisschen Holz. So, dann machen wir hier nochmal 6 Stück. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das reicht schon. Nee, aber wie gesagt, das ist ja... Ah, hier regnet es schon nicht mehr rein. Oder es hat schon wieder aufgehört zu regnen. Nee, wie gesagt, das ist ja so ein Dekohäuschen. Ich werde hier noch ein Bett reinklopfen. Für den Fall der Fälle. Und ansonsten, wie gesagt, nur Deko. Weil ich hätte jetzt gar nicht die... Ressourcen hier auch nochmal mordsmäßig die ganzen ja, so einen Hochofen und sowas zu bauen, das wäre so dermaßen teuer. Na, mag er nicht. So. Schön. Jetzt regnet es hier auch nicht mehr rein. Draußen regnet es. Und hier nur ab und zu.
Okay. Nee, ist aber cool. Ist cool. Können wir oben jetzt hier noch eine Wand hinsetzen? Ja, das können wir. So, das ist sehr schön. Hier machen wir, wie gesagt, auch so eine Reling rum. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen Holz wieder mal. Wer hätte das gedacht? Holz. So, und da kommen jetzt nämlich hier diese. Nicht Wooden Fence, die möchte ich nicht. Wooden Railing. Gibt es die auch SNC-Version? Nein, gibt es leider nicht. 40 Stück machen wir mal. Wir brauchen jede Menge. Oh ja, schwer überladen. Genau, zuerst wollte ich nämlich hier schon mal. Ich mache hier links und rechts jeweils den Eingang mit diesen Railings zu. Weil das würde auch schon passen. Ja, cool. Jetzt würde ich am liebsten hier oben nochmal, kann man das hier auch eins höher. Oh, schade. Hätte es hier nur jetzt. Ihr wisst, wie ich meine, dass das eins weiter oben sitzt. Na, geht leider nicht. Macht aber jetzt nicht so viel aus. Dann machen wir oben die Reling schön fertig. Dann sieht das alles gleich nochmal ein bisschen besser aus. Na? Treppensteigen mag er heute nicht. So, wo machen wir es drauf? Außerhalb oder ich würde sagen innen. Müssen wir jetzt jetzt mal umsetzen. Super, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Ich finde, wenn es innerhalb ist, sieht es ein bisschen besser aus. Dann sieht es nicht wie draußen so aufgesetzt aus, sondern. Sondern wie wirklich hier sicher schön verankert. So. Eine schöne Dachterrasse. Und da mache ich noch einen zweiten drauf. Jawohl. Das sieht cool aus. Und hier könnte man Theorie. Uiuiuiui, da ergeben sich ja ganz gleich ganz neue Möglichkeiten. Jetzt schauen wir, ob wir hier noch eine schöne Treppe rausbekommen. Aber eine normale. Schauen wir mal, was da überhaupt rauskommt. Ich glaube, diese Treppe habe ich noch gar nicht gebaut. Ist bestimmt bloß so eine Mini-Treppe. Ja, es ist wirklich nur. Ne, die geht, kommt. Die geht über ein Stockwerk. Dann würde ich da nämlich gern noch das da oben wegreißen. Kommt man natürlich nicht hin. Kann ich hier irgendwo außen drauf? Wir fallen gleich sowieso in den Tod. Ich möchte auf mein Dach. Bitte. Nee, da lässt er uns gerade nicht drauf hier. Aber wir können ja einfach mit unserem Quest nach oben fliegen, genau. Mann, für was haben wir denn alles dabei hier? Der hat auch schon wieder ein Level. Was machen wir hier? Movement Speed. Ach, stimmt. Komm, genau. Macht da Platz hier.
Und dann machen wir hier ein Loch in die Decke. Und machen hier die Treppe hin. Da müssen wir sogar zwei platt machen. Mist. Ich komme ja gleich wieder nicht hoch. Jetzt aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich hoffe, es funktioniert so alles. Das liebe Hoffen. So viel wie ich den ganzen Tag hoffe, das ist ja echt abartig. So. Machen wir noch mal ein kleines Treppchen. Ich hätte eigentlich auch wieder so eine Rundtreppe machen können. Schwebende Treppe. Aber es funktioniert. Wir kommen hier wunderbar rauf. Es schließt zwar hier nicht ganz ab, aber... das dachte ich mir fast. Jetzt probieren wir mal kurz was, ob das hier trotzdem anschließt. Nee, macht es natürlich nicht. Ich dachte mir, ich könnte hier vielleicht... Wobei, es passt eigentlich. Denn wir können ja sowieso nicht runterfallen hier. Denn... Ja, nein, es ist hier... Dann ist das Dach begehbar. Nope. Ich hab's Türchen nicht aufgemacht. So, sehr nice. Schade, dass das hier nicht snappt. Ja, genau, und wenn ihr hier jetzt seht, dass, wenn man das hier so seitlich drauf packt, dann ist es wie vorne hingeklatscht. So. Ja, so ist es ein bisschen sicherer. Ist cool. Gefällt mir. Hier auch die Dachterrasse, sehr schön. Bei der Treppe, ja, hier sieht man es, die fliegt so ein bisschen in der Luft. Naja, aber trotzdem cooles Ding. Also da kann man den Moddern schon mal ein Lob aussprechen. Haben wir noch NC Ceilings? Denn jetzt werden wir hier langsam anfangen, ein bisschen rauszubauen. Ich hoffe... Es funktioniert so alles, wie ich mir das gedacht habe. Okay, wir brauchen natürlich wieder ein bisschen Holz. Und der erste Schrank ist schon wieder leer. Ach, und wir brauchen eigentlich Thatch. Gib mir Thatch. So, Entzionen Ceiling, genau, 13 Stück. Machen wir mal gleich alle. Wobei, ne, so viel brauchen wir gar nicht. Ich brauche hier eher einige von den Pillars. Okay, vielleicht da doch noch zwei. Und NC Ramps. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger werden. Wir werden nämlich hier noch eins vorgehen, wenn es das zulässt. Ja, das dachte ich mir fast. Dann müssen wir hier unten wohl mal ein paar Stützen ranbauen. Und dafür brauchen wir unseren Quess. So wird das nicht funktionieren, nee. Packen wir auch die Stützen gleich unten wieder in die Hotbar rein.
So, dana. Und also, ich finde, das hat was. Also, ich bin jetzt nicht der allerbeste Baumeister, aber ich möchte sagen, dass das nicht schlecht ist. So, genau, jetzt müssen wir nämlich hier unten leider schon mal das hier abstützen. Und wenn jetzt da schon wieder Dächer hinpassen, dann flippe ich schon mal aus vor Glück. Ja, okay, das kann man jetzt natürlich so wieder ganz schlecht bauen, ist ja klaro. Jawohl, es funktioniert, also, ja. Mehr oder weniger. Jetzt aber mal. Was brauchen die 7? Jetzt machen wir was anders hier. Ich hoffe, es funktioniert. Bleib brav. Uns funktioniert nicht. Ja, dann pflanzen wir uns hier ganz kurz hin mit dem Quiz. Na komm, platz dich. Das war jetzt geil, dass da direkt unten dran so ein Stein war. Denn ich würde hier noch gern eins nach vorne gehen. Da wir sonst hier... Okay, es wird sogar gehen. Wobei, ich wollte hier ein bisschen weiter weg vom Wasserfall. Ah, das probiere ich jetzt aus. Wir nehmen hier unsere Wooden Ramps her. Und werden hier so nach unten bauen. Was jetzt natürlich dann gleich wieder nicht funktioniert, glaube ich. So, hier haben wir jetzt schon wieder keinen Snap Point. Wie habe ich denn das an der Brücke gebaut? Ich weiß es gleich gar nicht mehr. Genau, das war, glaube ich, auch wieder so ein kleines Problem. Dass ich hier nämlich nach unten die Pillars verlängern muss und dann nach vorne wieder Böden reinziehen muss, Ceilings, damit das hier richtig funktioniert. Ja, okay, das werden wir aber das nächste Mal machen, denn wir haben leider schon wieder das Ende einer Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, wir haben eigentlich gut was geschafft. Die Hütte ist eigentlich so ziemlich fertig. Braucht noch einen kleinen Anstrich. Hier gesagt, das werden wir dann nächste Folge schauen, dass wir das alles hinbekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Ark Survival Evolved. Ciao, macht's gut.